Für mich ist so ein Streit nichts anderes als ein kontroverses Thema. Und normalerweise denke ich, dass dann die Klasse sich auch teilt. Die eine Gruppe ist für den einen, die andere für den anderen. Und in diesem Klassenrat wird eigentlich eine Debatte geführt. Das heißt, man muss sich zuhören, man muss sich ausdrücken und man kann das ganze Thema objektivieren. Das heißt, man nimmt die Emotionen raus und versucht sich auch in den anderen hineinzuversetzen. Und es führt auch zu einer gewissen Empathieentwicklung. Und das finde ich ausgesprochen toll. Schüler bringen bereits ein Bürgerbewusstsein mit, weil sie ja bereits in ihrem, wenn man so möchte, vorschulischem Leben Politik erfahren haben. Wie schon gesagt, im Familienrat, wenn sie mit Freunden besprechen, wo es hingeht, das machen Kinder ja schon teilweise im Kindergarten, wo sie auch schon sagen, das würden sie vielleicht gerne mal essen oder was sie gerne sich verabreden möchten. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Schule das letztendlich aufgreift. Denn es ist ja auch irgendwo eine Binsenweisheit, dass Schüler immer bereits ein Wissen mitbringen. Und auf der Grundlage dieses Wissens kann man letztendlich erst Lernprozesse gestalten, wenn man weiß, dort sind die Schüler, das stellen sich Schüler vor. Und diese Vorstellungen müssen dann mitgenommen werden, damit sie durch den Unterricht ausdifferenziert werden. In der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik sagen wir, Demokratie als Lebensform, dass man das von klein auf lernt und dann in komplexere Strukturen auch reinwächst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In der heutigen Zeit, ich stelle fest, dass das Thema auch mehr Leuten wichtig wird. So, die früher gedacht haben, das ist doch alles selbstverständlich. So gerade in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus, mit Fundamentalismus jeglicher Couleur, wie wichtig ist, dass wir sagen, wir sind die Mehrheit und die grundlegenden Werte müssen nicht nur verteidigt, sondern im Alltag gelebt werden. Und je früher, desto besser. Wir haben den Klassenrat, das Schülerparlament, wir haben ganz viele Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Kinder arbeiten und lernen und leben hier einfach teilweise länger als mancher Lehrer auch. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass sie hier viel Raum zur Mitbestimmung haben. Und das geben wir ihnen und das ist fast täglich, wo hier Konflikte gelöst werden oder Schwierigkeiten angesprochen werden. Und wir versuchen, das als Haltung zu leben, die Kinderrechte, und nicht nur als Projekt oder Fest, weil dann wird es verpuffen. Sie gestalten ihren Alltag. Das machen Schüler. Und dass Schüler das machen, und ist toll. Und das macht Hoffnung, dass sie das auch später machen werden. Denn es geht nicht um irgendwelche Rentendiskussionen. Auch daran müssen wir uns beteiligen als normale Menschen. Aber manchmal ist es schon ganz viel richtig und wichtig, dass man im Kleinen anfängt und dort Gesellschaft gestaltet. Und wenn man dort positive Erfahrungen sammelt, auch Lösungen herbeiführt, die auch gut sind, dann lassen sich letztendlich auch größere Debatten anstoßen, wo man sich dann partizipativ gestalten, mitmachen kann. Das ist ja ein ganz anderes Standing für die Kinder. Die werden ernst genommen, sind wirklich Teil der Schulgemeinde. Hier wird das gelebt. Die Kinder sind selbstbewusst hineingewachsen. Auch Konflikte. Der Klassenrat ist nicht primär da, um Konflikte zu lösen, auch wenn Kinder das gerne so wahrnehmen. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch das können Kinder, wenn die da reinwachsen. Es entlastet auch uns Lehrer, wenn Kinder eigenständig mit einem Selbstbewusstsein Wünsche äußern können und so auch Konflikte klären können. Manche sehen das immer sehr skeptisch, nach dem Motto, ich kann ja sowieso nichts bewegen. Und dann muss man halt mit den Schülern letztendlich zeigen, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen Teilhabe möglich ist. Schule, Klassenrat, Familie und so weiter, welche Möglichkeiten es gibt. Aber auch aufzuzeigen, wie auch vielleicht konfliktreich, wie anstrengend es auch ist, manchmal mit anderen Interessen, mit anderen Meinungen umzugehen. Dass es eben nicht nur so ist nach dem Motto, ich habe meine Meinung, das muss jetzt umgesetzt werden, sondern es geht immer auch darum, sich mit anderen Interessen auseinanderzusetzen und damit auch was sehr stark Soziales. Denn auch in Gruppen passiert ja genau das. Und mit so einem positiven Gefühl, wo letztendlich auch ihre Vorstellung, ihre Idee mit eingebracht wurden, haben die da ganz gute Ausgangsmöglichkeiten für zivilgesellschaftliches Engagement. Das Schülerparlament ist eine große Möglichkeit für Kinder, dass sie ihre Ideen einbringen, dass wir auch vor allem die Meinung der Kinder hören. Wir fragen ja nicht nur, was ist schwierig, sondern auch, was ist gut. Wir bekommen also Feedback.
Und das ist, glaube ich, für Lehrer ganz wichtig für ihre tägliche Arbeit, weil nur so kannst du wirklich dich selbst reflektieren und dann immer besser werden. Wir wählen im ersten Schuljahr direkt schon Klassensprecher. Die vertreten die Klasse im Schülerparlament. Da geht das Ganze los. Das entwickelt sich dann natürlich über die Jahre. Ja, bei Mitbestimmung konkret, die Schüler der Klasse bestimmen mit. Beispielsweise bei den Projektwochen überlegen sich die Klassen, was sie gerne hätten in der Projektwoche. Und dann treffen wir Lehrer uns zur Konferenz und müssen schauen, wie wir die Wünsche der Kinder bedienen. Weil ich gebe echt zu, als ich hier neu war, dachte ich, das wäre eine Alibi-Funktion. Hatte mir ein eigenes Projekt ausgesucht, war aber von den Kindern nicht gewünscht und dann hatte ich ein Problem. Das ist wirklich passiert. Ich kenne Schule nicht ohne Klassenrat und ohne Schülerparlament. Und das jetzt seit 14 Jahren. Und ich finde das bequem, weil das uns Lehrern ja auch ein Stück Verantwortung nimmt. Dadurch, dass die Kinder ein Stück Verantwortung mittragen. Und dass diese Gratwanderung von uns Lehrern oft so zu überlegen, mache ich es den Kindern recht, mache ich es den Eltern recht? Stimmt das mit irgendwelchen anderen Vorgaben überein? Das wird mir ein Stück hier aus der Hand genommen, weil ich weiß, unsere Kinder bestimmen hier mit, unsere Kinder denken mit uns und ich weiß so ein bisschen genauer, wo der Gedanke und der Trend für die Kinder hingeht, was die Sorgen der Kinder sind, ohne dass ich das ständig im Unterricht nachfrage beziehungsweise oder immer fragen muss, ist denn für euch alles in Ordnung hier, gibt es Konflikte, die wir besprechen müssen. Ich weiß, da gibt es einen festen Platz für. Das nimmt mir ein Stück das aus dem Unterricht raus und ich weiß trotzdem, das wird gehört. Demokratie kennenzulernen ist im Grunde genommen dieser partizipative Ansatz, miteinander ins Gespräch zu kommen und eben auch diese Situation so anzunehmen und zu überlegen, wie kommen wir zur Lösung, die diese gesellschaftliche Aufgabe einfach auch darstellt. Und da ist es wichtig, sich gegenseitig zuzuhören und eben auch mit dieser Vielfalt diese Persönlichkeiten, sowohl die Akteure als auch die Adressaten, im Grunde genommen so mitzunehmen und zu beteiligen, dass es gelingen kann. Und da ist jeder beteiligt, da ist dann im Prinzip jeder gefragt. Ich sage mal, wir sind dadurch sehr im Gespräch mit unseren Schülern. Das macht sicher was mit dem Klima. Es ist mehr miteinander. Also ich würde wirklich sagen, man ist halt, Schule sind wir und das sind wir alle. Wir Lehrer, wir Kinder, die Eltern. Und das fühlt man, glaube ich, in ganz vielen Alltagssituationen. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Manchmal brauchen wir auch 3-4 Sitzungen, bis wir da eine Lösung gefunden haben. Aber das trägt dann auch. Das hält eine Zeit lang und die Zufriedenheit bei allen ist relativ hoch, weil wir Lösungen finden, die alle mitbestimmt haben. Und dann kann keiner sich mehr beschweren danach. Ich glaube, dass jeder weiß, ich habe das Recht, hierher zu kommen und dass es mir hier gut geht. Und wir sind alle dafür verantwortlich, dass es hier allen gut geht, Lehrern, Kindern. Und ich glaube, dadurch geht es uns allen ein Stück besser. Natürlich drückt es oft auch hier und da und es kommt jemand und sagt, der hat aber. Aber die Kinder hier wissen, ich darf das immer sagen. Ich muss nicht mit einem Bauchschmerz nach Hause oder wieder hierher kommen. Wenn hier was nicht für mich gut läuft, dann darf ich das sagen und dann wird es geklärt. Und ich glaube, das macht natürlich hier so ein bisschen Ruhe, ja, also im Miteinander Ruhe, nicht mit der Lautstärke. Ich glaube, dass es für die natürlich im sozialen Bereich ein großer Lernerfolg ist. Wir sind hier eine Gruppe von ganz vielen verschiedenen Schülern, also von Klasse 5 bis 12, 13, dass die Größeren auch irgendwie auf die Kleinen eingehen, die Kleinen aber sich auch bei den Großen orientieren können. Ich glaube, das sind ganz viel das Miteinander lernen, natürlich aber auch die Verbindlichkeiten. Also die sind pünktlich bei Konferenzen, die wissen, worauf es ankommt, wenn wir Sachen organisieren, die kümmern sich um das Geld. Also es ist alles so. Wirklich, ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung für das ganz normale Leben, die SV. Ich glaube, es lässt sie noch mal auch in eine andere Richtung wachsen. Ja, dass die mit einem Verantwortungsbewusstsein auch hier weggehen. Dass sie wissen, ich darf mitbestimmen, das ist mein Recht, aber ich muss auch irgendwie mich dafür einsetzen. Ich kann mich für mich und für andere Kinder einsetzen. Ich glaube, das nehmen die mit in ihr ganzes Leben, ja. Also ich kriege das auch so von der weiterführenden Schule, mit denen sind wir ja auch im Gespräch und kriegen Rückmeldungen. Wird schon auch oft gesagt, ja, ihre Kinder, die wissen, was sie wollen oder die können das echt formulieren. Ich glaube, das ist wie mit allen Dingen, die man lernt, dass es den Weg vom Einfachen zum Schwierigen oder vom Einfachen zum Komplexen gibt. Und wenn man hier diese Anfänge lernt, auch sehr strukturiert, aber vor allem auch selbststrukturiert, weil die
Die Schülersitzungen, die Schülerratssitzungen werden ja, oder Klassenratssitzungen werden ja selbst organisiert und geleitet, dass man das überträgt und dass dann auch nur im späteren Alter eine entsprechende Kultur der Auseinandersetzung, des Miteinanders und halt auch der Auseinandersetzung gelingen kann. Im vierten Schuljahr sind es starke Persönlichkeiten, die hier die Schule verlassen. Es wird uns auch von den weiterführenden Schulen gespiegelt, dass die Kinder im Sozialverhalten sehr weit sind und auch viele, viele Skills mitbringen, die zum Beispiel wie debattieren, zuhören, sich aufeinander beziehen. Das sind, denke ich, demokratische Grundstrukturen, die unsere Kinder erlernen. Ja. Und einen Klassenrat zu leiten oder auch wer schon mal Schülersprecher war oder im Klassenrat, im Schülerparlament Klassensprecher war, der hat das auch ein Stück weit noch mehr gelebt und wird diese Erfahrung auch so schnell nicht vergessen.